Hochbetrieb herrscht auf der Sportanlage in Milsbehall. Anlass ist das zweite Eisfußballturnier im kleinen Dorf. Zahlreiche Vereine lassen es sich nicht entgehen, bei einem besonderen Sportspektakel mit dabei zu sein. Jeweils 4 Spieler jagen dem Eisfußballpuck nach und sorgen mit spektakulären Einlagen für beste Unterhaltung bei den zahlreichen begeisterten Zusehern. Für die sportliche Fairness müssen auch Damen auf dem glatten Boden ihr Bestes geben. Moderiert von Gregor Lindner geht es bei dem Event nicht so sehr um Erfolge, sondern um die Gemeinsamkeit. Und das Gruppenfoto zeigt, dass die Dorfgemeinschaft in Mils wohl bestens intakt ist.